Herzlich willkommen zur nächsten Bravely Default Episode hier auf Weplay Games for You. Ich bin so Ivo und wir müssen hier in die Höhle. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem, Regenbogenzwirn, um die Westerlin-Robe wieder herstellen zu können. Sind wir in der Gewandgrotte. Ugh, what a dank, wretched place. Who knows what's lurking inside? Wir werden sehen. Are we certain we'll find this thread in here? I wouldn't put it past that sage to be pulling our leg. A slippery old fox, that one. Said the slippery young fox. Aber echt. The sage has aided Vestals in their service for at least two generations. Let us trust in him for now. Then we've no reason to stand around debating. Let's press on. Alles klar. Tiss hat mal wieder vollkommen recht. Bin mal gespannt, was wir hier an Kisten und alles entdecken und was für Gegner hier kommen. Ob wir hier vielleicht mal wieder ein bisschen leveln müssen, weil wir übelst auf den Sack bekommen, oder was das alles hier geben wird. Auf jeden Fall gibt es zwei Kisten in der Etage. Fledermäuse, okay. Cool, Blutfledermaus. Die lassen wir mal außen vor und gucken erstmal, wie stark die generell sind. Oh, die halten ein bisschen was aus. Und machen Gift, das ist, gefällt mir jetzt nicht so gut. Gift ist gar nicht gut. Fähigkeit. Atroxy müsste es sein. Er macht mal einen doppelten. Machen wir mal Feuer und dann machen wir mal eine Runde Eis. Einfach mal um zu gucken, ob er für irgendwie. Und Mana klaut er auch, das ist ganz schön eklig. Das gefällt mir nicht, das sind gefährliche Gegner. Ungut, ungut. Wissen wir das auch schon mal. Und das Gift ist noch nicht weg. Oh Mann. So, können wir auch gleich mal heilen. Wenn wir eh schon dabei sind. Okay. Hier ist wohl nichts. Sackgasse. Aber hier sind auf jeden Fall zwei Drohnen. Was sind das für Dinger? Große Motte. Zombie-Wolf? Okay. Du machst mal einen Default, du machst einen vollen. Ich denke, wir werden hier eh eine Weile verbringen müssen, also können wir auch ein bisschen zaubern und dann erst nochmal uns aufladen gehen. Denke ich zumindest. So. Ich hoffe nur, dass man bei dem Alten irgendwo auch pennen kann. Das wäre sonst ein bisschen ungut. Fällt mir dabei gerade auf. Verwirren. Ach du Scheiße, gibt sowas jetzt auch schon. So, die halten ein bisschen was aus, muss ich sagen. So, die Hunde sind beide tot. Flucht. Alter, wenn die abhauen kann, ist ja richtig lächerlich. Ist verwirrt und versucht abzuhauen, Mann. Was geht denn hier ab? Also das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Oh yeah. Oh yeah. Super. Verwirr mir doch meine ganzen Leute. Gott sei Dank. Warum ist die Verwirrtheit wenigstens weg? Wir brauchen da nicht noch einen Gegenstand für. Gucken wir mal. Sieht so aus, als wenn es weg wäre. Dann gucken wir, was wir gerade mal heilen. Ich hoffe, dass wir irgendwie ein Item bekommen, das Verwirrtheit unterbindet. Das wäre ganz gut. Klar, im Kopf oder so. Wo müssen wir denn rum? Hier geht's runter. Hier ist bestimmt eine Kiste irgendwo. Ja. Das war ziemlich offensichtlich. Ein Supertrank immerhin. Achso, gucken wir mal, ob in der Stadt was los ist. Ne, in der Stadt ist jetzt nicht wirklich was los. Aber wir haben jetzt auch noch keine neuen Leute zu uns geholt. Da müssen wir erst zu so einem Wanderer wieder. Den letzten Angriff mal da drauf. Feuer da drauf, Feuer da drauf. Die haut mal alles raus. Gucken wir mal. Müsste eigentlich reichen für einen Rundensieg. Denke ich zumindest. Giftfänge, ach du Fuck. Magiedurst, na geil. Oh oh, das könnte eng werden. Oh fuck. Also hier müssen wir, denke ich, nochmal so zwei Level machen, bevor wir dann zum Boss kommen. Mindestens mal. Dass wir so gegen Level 20 alle haben. Weil das wird heftig sonst. Wenn hier ein übler Boss kommt. Muss ja eigentlich mal wieder ein Boss kommen. Wir hatten ja jetzt schon länger keinen mehr. Wenn man so will. So, eine Kiste brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Hier mal oben rum.
Erstmal. Ist hier irgendwas? Hier geht's runter, okay. Alles klar. Müssen wir erstmal die andere Seite noch abgucken wegen der Kiste. Okay, große Motte. Du machst auch mal eine Aero auf die große Motte. Du machst Feuer auf den Zombie. Ne, du darfst ruhig mehr als ein Feuer machen. Ah, ruhig. Zack, Zombie Wolf. Zombie Wolf. Zombie Wolf. Zombie Wolf. Und du machst auch voll den Angriff, logischerweise. Und los geht's. Hat er eben den Default gemacht, der Schweinepriester? Das wäre ja krass. Selbstverzerrung, Angriff plus. Okay, verwirren. Oh fuck. Okay. Okay. Doch ist er nicht verwirrt. Vielleicht ist er auch nicht verwirrt worden. Das lief ganz gut. So, Erstrundensieger, perfekt. Heilen wir gerade mal wieder. So, perfekt. Eine Kiste fehlt uns ja noch, die muss ja dann da links irgendwie sein. Hier irgendwie, da oben ist er, okay. Da holen wir die da auch noch. Brave-Angriff von Verbündeten, super. Zwei sollten reichen. So, gucken wir mal, ob es denn wirklich reicht. Okay, den haben wir so tot gehauen. Dann zwei auf jeden Fall reichen. Perfekt. Runde 1 Sieger, Gegengift bekommen. Ab zur Kiste. Königsleder, na super. Bisher sind es immer nur Verbrauchsgegenstände gewesen, auch keine Rüstung oder sowas. Bisschen schade, aber was soll's. Was nicht ist, kann ja noch werden. So, machen wir den da ruhig. Und dann darf die auch ruhig zweimal Aero auf den machen. Dann müsste er ja auf jeden Fall tot sein. Er darf Feuer auf die Zombie-Würfel machen. Zack und zack. Und die macht natürlich auch vollen Angriff. Alles auf die Motte. So gut es eben geht. Selbstverzerrung schon wieder. Aua. Müssen wir heilen auf jeden Fall danach. Bringen uns ein bisschen auf den Senkel. Bam, bam. Stirb, Motte, stirb. Und verwirren. Oh, gut, auf den, der ist egal. Der ist eh schon dran gewesen. Kissen, der Wupp, sehr schön. Gab sonst aber nichts außer ein Allheilmittel. Damit wird wahrscheinlich das Verwirren auch aufgehoben. Schätze ich einfach mal. So, das reicht. Perfekt. Hier haben wir auch nur noch 109 Mana. Geht ganz schön fix hier drin, dass wir alles aufbrauchen. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal weiterkommen. Hier sind 3 Kisten, okay. Gut, gut. 3 Kisten wird ja wohl auch mal eine Kiste mit einem Rüstungszeug drin sein. Hier haben wir die erste. 500 Geld, na geil. Okay, 2 Motten, das wird übel. Nehmen wir auf jeden Fall die zweite große Motte kaputt. So. Du machst mal einen Brave. Ne, das hat schon gepasst. Du machst einen Brave-Angriff. Ich denke, dass es mit dem Aero geregelt sein sollte. Also mal meine grobe Vermutung. Das ist gut. Auch wenn sie nie angegriffen wird, ist die Verwirrung wieder weg. Das ist auch gut zu wissen. Macht aber auch nicht so viel Schaden, obwohl es ja Schwachpunkt ist, der Aero-Graf. Da hat Agnes ein Level-Up und ein neuer Job-Level für Idea, Freundschützen erlernt. Okay, die bringt uns aber jetzt nicht so viel, weil das hat sie ja so oder so. Das ist dann erst interessant, wenn wir den Job wechseln würden von ihr. Da oben ist eine Kiste, die ist zu, das bringt uns auch nichts. Hier irgendwas? Gucken wir mal hier unten lang erstmal. Okay, wieder 2 Motten und die haben den ersten Angriff, das ist nicht so schön. Wieder volle Aero-Runde. Ne, du machst mal nix. Das haben wir ja schon ausgeklärt, Booster. Angriff, Angriff. Verwirren, nicht so schön. Boah, die lebt noch, die Sau. Jetzt,
glaube, sie hat es komplett überlebt. Das ist nicht so. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Macht sie denn? Okay, sie tötet ihn noch. Das war schon ein wenig besorgt. Ringable Level Up. Sehr gut. Level 19 werden sind sie jetzt alle geworden, ne? Außer die Idea. Die hinkt ja immer ein bisschen hinterher. So, voll sind sie alle. Die hat auch kaum noch Mana. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Hier ist nicht. Doch, da geht's noch weiter. Ich dachte gerade schon. Hier wäre nichts. Dann geht's aber doch noch eine ganze Ecke weiter. Grave-Angriff von Verbündeten. Du bleibst mal so wie du bist. Diesmal machst du mal Zauber. Go, go. Haut rein. Haut raus, was geht. Sieht auch ganz gut. Das waren nur zwei Angriffe, das ist nicht so viel gewesen. Nicht ganz so gut, aber was soll's. Idea, go, go, du schaffst es. Jawohl, perfekt. Idea hat auch bei dir Level Up. Runde 1 Ass. So, was haben wir hier? Ist das einfach nur. Ah, hier geht's runter, okay. Müssen wir also die anderen Strecken erstmal abgucken. Wird da oben links wahrscheinlich die andere Kiste sein, wenn rechts die golden ist. Die wo verschlossen ist. So, was seid ihr denn für Dinger? Das gefällt mir nicht so gut. Dunkle Laterne. Machen wir mit dem mal nichts. Die machen wir mal Feuer auf den Zombie-Wolf. Go, go. Wenn jetzt die Idee noch raushauen lassen kann. Schauen wir mal. Uiuiui, da hat ganz schön was ausgehalten, der Sausack. Dunkle Laterne ist auf jeden Fall nicht schwach gegen Feuer. Das wissen wir jetzt auch schon mal. Die hält auch ganz schön was aus. Ich glaube, die ist generell nicht so schwach, wie ich es mir ganz gern erwünscht hätte. Gucken wir mal, dass sie vielleicht mal eine Aero drauf macht. Mal gucken, was das bewirkt. Generell 200 ist jetzt auch nicht die Welt. Okay. Ja, du bist ja immer noch nicht ready. Scheiße, scheiße, Angst. Was ist denn Angst, Zölle? Also bei Angst kann man schon mal keinen Brave-Angriff machen. Das ist interessant. Gucken wir mal, was die anderen so raushauen können. Oh, 300 kritisch. Da hat er ganz schön Angst gehabt. Okay, passt. Perfekt. Die geben halt gut EP, das ist ganz ordentlich. Da kann man sich jetzt nicht drüber beschweren. Da oben ist die Kiste. Holen wir die doch gerade. Allheilmittel. So, dann gehen wir natürlich hier den restlichen Weg auch nochmal ab, auch wenn da eine Sackgasse sein wird. Aber dann haben wir es immerhin auf der Map. Und das machen wir anders. Wir nehmen gerade eine dunkle Laterne an. Du machst einen kompletten Aero-Angriff auf die Motte. So. Du machst einen kompletten Feuerangriff auf den Zombie-Wolf. Und die Idee darf einfach mal raushauen. So. Schauen wir mal. Zack, zack. Okay. Aero. Gut, das hat sie geschafft. Die hat die getötet. Perfekt. Noch kein Level Up. Dauert noch ein Kampf. So wie es aussieht. So, wie gesagt, gucken wir, dass wir hier noch die Sackgasse aufdecken. Oh, hier geht's auch runter. Das ist nicht so geil, wenn es hier zwei Stellen gibt, an denen wir runter können. So, dann gucken wir uns erstmal hier um, würde ich sagen. Hier gibt's fünf Kisten. Also das Eingang nur zum Kisten holen und Eingang ist, um weiterzukommen. Wir haben vergessen zu heilen, das ist nicht so gut. Machen wir mit ihr mal ein Default. Alles auf den Zombie-Wolf. Den Rest auf den Zombie-Wolf. Und die angreifen. Hoffentlich reicht das, um alle zu töten. Gut, perfekt. Oh, der hat überlebt, der Sausack. Ah, der wollte wahrscheinlich Selbstverletzung machen, hat nicht genug HP gehabt. Auch lustig. So, jetzt muss die Idea ja ein Level-Up haben. Hat sie auch. Ist jetzt auch Level 19 geworden. Also Level 20 müssen wir auf jeden Fall machen, bevor es weitergeht. Hier kriegen wir eine Kiste. Also sind wir richtig rumgegangen. Magier-Walum. Müssen wir erstmal heilen. Das machen wir mal als allererstes.
Dann gucken wir mal, was dieses Magier-Valum für ein Ausrüstungsgegenstand ist. Gucken wir mal beim Ringable, er ist ja Magier, Gift aufheben. Zauber, der bei Hautkontakt magische Abwehr erhöht. Naja. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Magische Abwehr. Nehmen wir es einfach mal statt Gift aufheben. Gift aufheben ist ja jetzt auch nicht so das größte Wunder auf Gottes weiter Erde. Ich sehe auch gerade, wir sind bei 15 Minuten angekommen. Dann würde ich sagen, machen wir hier rigoros einen Cut. Machen das nächste Mal dann weiter hier in der Gewandgrotte und ja, bis dann. Ciao, ciao!